Alter Schwede, hab ich mich gerade eingeschissen. Wegen dem Kackvieh-Monster da. Alter, du so... Ich hab gemeint, wenn ich irgendwann mal auch so werde. So Stress machen und... Hast du nicht gesehen. Und damit ganz viele Klicks zu machen, weil sonst keiner mehr über mich redet. Und ich auf diesen ganzen deutschen Streamer, YouTuber, Kindergarten einspringe. Dann komm bitte vorbei und sag hier, Sascha, mein Guter. Das bist du aber senil, du alter Sack. Das kommt zu uns Altersheim und betreutes Wohnen. Power. Jawohl, Besties. Das ist ein Hai! Jag ihn hoch! Das sollte die Sicherheitssysteme abschalten. Aua. Du hast gesagt, das ist ein Hai. Was für ein Hai. Wer kann denn ahnen, dass diese Vierecke... Boah, fick doch mein Leben ins Kniebund, ey. Lass doch nicht mal was trinken, weil die ganze Scheiße hier ständig... zurückkommt.
So, jetzt bloß. Oh nein! Oh, leck mich doch! Dieser scheiß Wind, ey, der passt einfach mal gar nicht. Schön, dass ich einen Hype in die Luft gejagt habe, bringt halt nur nichts. Wenn ich halt nirgends stehen kann. Alter Schwede, meine Herren. Boah, kannst auch ein bisschen übertreiben. Androiden regen auf unsere Erde. Sie kommen wieder und wieder und wieder. Sie sind die Engel des Todes. Sie werden uns alle töten. Unser Plan ist die einzige Hoffnung. Und wir müssen uns weiterentwickeln. Das ist die einzige Antwort. Diese Maschinen werden uns übernehmen. Wir müssen uns weiterentwickeln und die Maschinen mit der Macht des Lebens zerstören. Tötet Mothersbear, tötet die Androiden, tötet alle Maschinen. Lang lebe die Befreiungsfront der Menschheit. Für die Menschheit, für das Leben, für Blut. Ich habe eine ganz komische Befürchtung. Ich glaube, wir kämpfen gar nicht für die Guten. Ich habe das Gefühl, dass es hier nicht so die Friedensengel sind, sondern dass die Nightjibas weiterentwickelte Menschen sind. Vielleicht ein bisschen die Stränge schlugen. Ich glaube, du hast recht. Bestimmt versteckt sich hier etwas.
das war interessant. Wir sind sicher. Ich habe das Gefühl, dass ich gar nicht wissen will, was dahinter ist. Irgendein Design? Seid ihr... Alter, das leuchtet ja. Okay, das ist cool. Seid ihr noch dabei? Ich hoffe, ihr habt noch Bock auf das Video. Alter, du Flötenfotze. Farm Together 2. Habe ich mitbekommen. Das erinnert mich an das Labor. Es muss das nicht auf den Schreibtisch vorgehen. Statt dem Tor hat sich ein Lüftungsschacht geöffnet. Nimmt man mit. Ich finde es sehr amüsant, wenn du im Sitzen wächst. Sieht man da so krass. Das Kultivierungsexperiment verläuft wie erwartet. Sie können Energie aus Solarzellen, Elektrizität, chemischen Batterien sowie organischen und anorganischen Materialien geben. Sie können 40% ihres Körpers verlieren und trotzdem überleben. Würden Sie die Versuchsobjekte gerne beobachten? Ich habe verstanden. Ich fahre mit der Erklärung fort. Es ist notwendig, den Produktionsprozess der Versuchsobjekte zu verbessern, um die totale Kontrolle zu ermöglichen. Es ist anstrengend und willkürlich. Verstanden, ich verstehe. Sicherheit steht an zweiter Stelle. Oberste Priorität haben Angriffs- und Verteidigungskraft. Fortsetzen der genetischen Realmanipulation. Aus. Ja, das so eine gute Idee ist. So, Sicherheitssystem ist aus, okay. Wo geht's weiter?
Von hier kam ich. Es hat sich irgendein Lüftungsschacht geöffnet. Von hier kamen die Kacklappen. Ich weiß es echt nicht, wo ich lang muss. Ich bin etwas überfragt. Ich war hier doch schon überall, oder muss ich zurück? So, im Allgemeinen komplett. Pipi machen. So, da bin ich wieder. Sieht aus wie der Ort von vorhin. Das alte Forschungslabor. Sieht eher nach einer Fabrik aus, als nach einem Labor. Dankeschön. Können wir bitte aufhören, mich anzugucken?
widerlich. Aber von allen Seiten angerülpst. Das ist das einzige einigermaßen hübsche Wesen hier, wo man eher sagen würde, hallo. Das Einzige, was passiert ist. Das gefällt mir nicht, was da kommt. Wieder so einen hässlichen Bosskampf. Gar nicht abknallen, ne? Es geht auch so. Ich muss nur in die Nähe kommen. Dann machen die Bumm und dann. Ich werde jetzt einen richtig bösen Spruch bringen, aber dafür werde ich wahrscheinlich gewarnt. Gehen wir zum offenen Tor. Oh Mann, ich bin doch ausgerechnet ein Wichser! Das geht mir eigentlich ganz gut. Eve, hast du das gesehen? Auf der anderen Seite wimmelt es von den Tibas. Aber das sieht nach dem einzigen Weg rein aus. Ich finde heraus, ob ich das Tor öffnen kann. Ich will das Tor nicht öffnen. Was ich da drin sehe, ist... Klingt doch schon so nach Aua. Raphael, es tut mir leid, Administrator. Koordinaten wurden von den Landetrupps der Mothersbear erfasst. Die Versuchsobjekte sind immer noch instabil. Die letzte Kombination ist verstanden. Es ist nichts weiter. Ich habe verstanden, der Sieg der Befreiungsfront der Menschheit hat oberste Priorität. Er hat seinen Preis. Die Androidenarmee der Mothersbear ist mächtig. Die Befreiungsfront der Menschen muss sich weiterentwickeln. Wenn wir uns nicht weiterentwickeln, werden wir gefressen. Okay. Na also, zurück zum Tor. Thank you.
Problem. Ich hab keine Ahnung, was hier die ganze Zeit. Ah, das ging. Ich kann den Ausgang auf der anderen Seite sehen. Aber... Es wird nicht einfach. Lilly, los geht's. Okay. Sieht alles ganz gut aus. Ganz ruhig. Wie soll ich denn das schaffen? Kann mir das mal bitte einer verraten? Ich verstehe es halt einfach nicht. So, da lang, da lang. Bis dahin komme ich, aber hier rüber komme ich nicht. Ja, wie ja auch. Ist ja alles vor diesem roten Dingsbums. Dann hatte ich gedacht, da unten irgendwie, aber da? Aber das scheint ja auch nicht zu gehen. Obwohl es eigentlich gehen sollte. Natürlich, das killt mich jetzt auf einmal. So, wieder nur eine Passage, damit der Spieler tausendmal stirbt. Einfach weil...
Ey, die hätte ich locker da festhalten können. Tipp! Um nicht zu sterben, stirb nicht. Begib dich zum Schalter. Ja, das weiß ich auch. Den Tipp kannst du dir sparen. Herrlich. Lass mich raten, nach ein paar Sekunden fällt die um. Das haben die doch nur so assi gemacht, damit man halt ja nicht No-Hit-Run, No-Death-Challenge gibt's hier nicht. Diese Passage ist einfach nicht dafür gedacht. Leck mir doch die Feuerrosette grün, ey. Ich hatte wirklich Angst. Ich nicht, ich hatte Hass. Dann auf zum Tor auf der anderen Seite. Eve, sorry fürs Warten. Brechen wir auf? Zu spät, wir sind schon da. Was? Wie? Ist das Sicherheitssystem nicht online? Adam, kannst du überprüfen, wie nah wir an der Hyperzelle sind? Moment. Die Hyperzelle ist direkt hinter dem Forschungslabor. Erstmal Lager aktivieren. Nimm ich mal mit. Mist, der Forschungstrakt ist eingestürzt. Können wir nicht einfach den Rest des Weges schwimmen? Nein, das Wasser steht unter Starkstrom. Das endet tödlich. Und was jetzt? Wir müssen anscheinend alles nutzen, was uns zur Verfügung steht. Oh nein, nicht das da. Das war dumm. Das war es nicht wert. 48 Gold. Yay. Action! Das ist bestimmt Fanservice, das Gekletter hier. Ja.
gibt bestimmt keinen Rückweg. Mit dem Seil sollten wir zum Eingang des Forschungsgebäudes kommen. Da unten ist aber noch was. Hallo. Darf ich? Ich habe keine Ahnung, was das alles gewesen ist. Was zum Geier? Verstehe ich jetzt nicht. Darüber muss ich irgendwie. Okay, verstehe. Glaube ich. Ach! Springen funktioniert 3D nicht so gut. Vor allem, wenn die Figur halt noch so ein bisschen schwammig sich bewegt. So, darüber und dann dorthin. Also präzise springen ist... Nee. So, dann machen wir hier nochmal den Schwinger. Sag mal, wo springst du Eulenfotze denn hin, ey? Hauptsache, es sieht gut aus. Man braucht den schon. Ja, natürlich. Jetzt wedelt das Ding auch noch. Da rüber? Keine Ahnung. Achtung, hier ist bestimmt ein Jumpscare. Ich hab's predicted. Also langsam ist es langweilig. So, hier nochmal was. Hier nochmal ein Schwinger.